Hallo zusammen, zurück bei Bioshock. Wir müssen jetzt die Nitroglycerin-Ladung finden, um diese EMP-Bombe fertigzustellen. Machen wir das mal. Der Gottlose flieht vor seiner Verderbtheit. Da ist er. Moment! Oh. Komm, geh mal schlafen. Weiter! Gute Nacht! Okay. Da wollen wir hin. Und hier ist der Zugangscode. Können wir. Nee, das geht so nicht. Aber ja, vielleicht kann ich nichts eingeben. Na, aber hör auf zu nerven. Nee, 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 nee. Komm mal her. So. Gehen wir mal dahin zurück. Ich höre doch dann Big. Ich höre dann Big Daddy schreien. Okay, probieren wir es mal. Das? Nee. Ha. Da, da, den da. Okay. Zu spät. Na gut. Ich würde sagen, suchen das Ding erstmal hier, diesen Zugangscode. Vielleicht finden wir den hier irgendwo. Der dürfte ja nicht so. Soll der hier irgendwo in der Nähe sein? Da unten ist was. Nein, ich hab nicht gesehen. Schade. Oh, das ist Big Daddy. Hallo. Na, komm her, Freund. Ah, das war falsch. Ist zu schnell. Ja. Du, aber, komm. Nein. Da, 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 da. Komm, zu lange zum Laden. Na, komm. Okay, damit vielleicht. Schon wieder null Munition. Der geht aber so gar nicht kaputt hier. Also dieser Schlüssel hier bringt gar nichts. Hast du noch irgendwas? Ja, das ist nicht da. Nee. Foto machen nicht. Da ist die Dinger. Ich brauche so lange zum Laden. Ja. Komm, schieß mal. Ach, endlich. Elite-Bouncer. Naja, gut, kein Wunder, dass der so stark war. So, weiter gesucht hier. Zugangscode. Wie viele Zahlen waren das, was wir da brauchen? Ja, die Munition mitnehmen. Will er nicht. Okay. Was? Sei verflucht, der du. Bitte. Wo finden wir jetzt den neuen Zugangscode? Da hinten ist einer. Ich überlege gerade, haben wir den irgendwo gesehen? Wir gucken mal. Nee, hier ist er nicht. Dista?
Das vielleicht? So 1,26? Ja. Gib mal her das Zeug, das ist gut. Hm. 1,25. Kann ich hier so einen Autohacker? Natürlich nicht. Das wäre auch zu einfach gewesen mal wieder. Hier? Nee, hier ist nichts. Hier liegt nichts. Hier kann ich aufheben. Sind wir genug ausgestattet? Hier? Irgendwo? Ach nee, dann verlassen wir ja schon wieder die Werkstätten. Das ist Quatsch. Nee, wieder zurück. Hm. Kann ich auch hin. Hier irgendwas? Den kann ich mitnehmen. Zeigt er eigentlich jetzt hier hin? Habe ich irgendwas zum Einsetzen gefunden? Probieren wir mal. Okay, einen Teil haben wir schon. Jetzt müssen wir trotzdem noch diesen Code uns irgendwo besorgen. Knacken oder knacken, aber knacken ging daneben. Dann kriegen wir jedes Mal eine gewischt, wenn wir das probieren. Oder probieren wir es nochmal? Ich weiß nicht. Gucken wir mal. Nee, da springen wir nicht rein. Hm. 91,42. Da müssen. Nee, das müssen 4 Zahlen sein. Passt nicht. Da steht auch nichts. Probieren wir das mal. 1,26. Nee, da kann ich nichts mitnehmen. Also müssten wir auch hacken. 1,26. Probieren wir das mal. Wand. So. Nee. Ach nee, halt, 01. Kann nur falsch sein. Ah, nee, war richtig. Oh, oh nö. Was kann man da jetzt weiter? Hm. Hm. Boah. Okay, das Ding kann man nicht mehr nehmen. So, was haben wir da? Tonbandgerät.
Okay, wie kriegen wir das jetzt auf hier? Ist da irgendwo ein Schalter? Ist da hinten vielleicht? Nee, Power Tool. Ach, hier so ein Ding. Was machen wir da? Ah, hier. Da. Und hier ist nichts mehr. Ja. Kommt der jetzt mal. Also irgendwie muss er doch da rankommen. Wow. Der ist ja schon auf. Na, okay, gut. Aber wie? Na egal. Ich speichere mal kurz den Vortritt. Ja. Erstmal zur Bombe und machen wir mal kurz zu. Nein, komm zu, Mann. Ich weiß ja nicht, ob die da hinterherkommen. Hör auf, stopp nochmal! Sieht das aus wie eine echte Bombe? Ich würde schwer hoffen. Du musst sie nach der geothermischen Überprüfung am Kern anbringen. Dann werden wir sehen, ob diese verdammten oberschlauen Gelehrten überhaupt eine Ahnung von der Geschichte haben. So, jetzt kommt. Das war alles schön. Ich hab jetzt angetreten. Ich bin mal sehr hartnäckig hier. Alles fein. Verzeih mir, Vater. Ich werde dir gehorchen. Ich tu, was du sagst. Gut. Das ist schon ein Weg gewesen. So, den machen wir uns aber zum Freund hier. Ich befolge alle seine Gebote. Das Blut sei die Frucht seiner Gebete. Oh, nee. Nee. Hat er sich selber wehgetan und jetzt. Oh, springt er auch ins Feuer rein. Komm, lass dich mal ein bisschen vermöbeln.
Ja, gut. Wo sind wir denn jetzt hier? Wo ist denn die gewesen? Noch mal ein ganzes Stück gelaufen, denke ich mal. Nee, wo bist du hin, Freundchen? Komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Aber nein. Ja, wo ist mein andere? Ich bin zwar kein Ingenieur, aber wenn ich die Pläne hier richtig verstehe, kann man die Fliehreiche des Magmas mit dem Umleitungsventil ändern. Dadurch verdampft das Wasser ziemlich schnell und du kannst zum Kern vordringen. Aber Ryan bekommt das bestimmt mit. Und dann solltest du einen Sicherheitsbereich absperren, für alle Fälle. Du musst das Wasser an der geothermischen Steuerung loswerden, damit der Aufzug wieder funktioniert. Halte Arm und Umleitungsventil gedrückt, um Magma ins Wasser einzuleiten. Also mitnehmen hier. Ich will den Verbandskasten mitnehmen. Nehmen ist halt zurück, okay. Da. Ventil. Ja, steht da. Offline. Da ist der Aufzug. So, E drücken. Ob diese Kreaturen dich umbringen? Das kann nicht mal ich dir sagen. Während du mich immer näher an den Abgrund treibst, bringst du dich selbst mit dorthin. Ich kann dir einen schnellen Tod bieten, du Parasit. Er dürfte dir lieber sein, als dass du das Kante nicht besiegen solltest. Okay. Ja, du. Lass es lang. Och nö, das ist so Anna, wie sie schwimmen kann. Ach, das ist gut. So, nein, mein Freund. Komm her. Komm her. Nicht abhauen. Ich kann auch mal Feuer schneiden. Ah, wieder einer. Ja, mach ich ein paar Flickwerk hier. So. Bei deinem Text. Will ich mal schneller gerät. Jetzt bin ich aber auch schon wieder hier. Na, am Ende. Kann ich nicht aufnehmen. So. Aufzug, ja. Sie sind alle tot? Hoffentlich. Weiter jetzt. Zum Kern. So weit weg von deiner Familie, von deinen Freunden, von allem, was du je geliebt hast. Aus irgendeinem Grund gefällt es dir hier. Du empfindest etwas, aber du weißt nicht genau was. Denk eine Sekunde darüber nach. Vielleicht kommst du drauf. Das Gefühl heißt Nostalgie. Okay, das ist okay. Was hat dir Atlas angeboten? Ein Teil meiner ausgeplünderten Stadt? Denk an meine Worte. Der einzige Dank, den du erhalten wirst, ist ein Messer im Rücken.
So. Okay, da ist eine Bombe. Geh mal rein. Okay, was soll ich jetzt machen? Geh auch mal weg. Okay. Ich habe jetzt hier gelastet. Was machst du da unten für einen Lärm? Wenn du mit dem Kerl fertig bist, hast du nur noch eine einzige Aufgabe vor dir. Geh zurück zum Reifen und löse den Ich habe ja auch so viel Munition. Ja, lass euch mal alles vermöbeln. Mann, der hat der kaum was. So, den habe ich jetzt oben ein bisschen gekappelt. Ich könnte noch ein paar Pistolen gucken. Damit. Ja, das ist besser. Noch eine. Ja, da. Was ist denn denn? Ach, du willst den Hammer aber nicht. Also, du nicht. Ich schon. So, kommen wir jetzt durch? Nee, halt, Moment, wir setzen Schalter. Hä? Ach, hier. Ja, gehen wir auf. Und doch, gut. Was passiert das? Letztendlich ist mir nur eines von Bedeutung. Das bin ich selbst. Und das Einzige, was dir wichtig ist, bist du. Das liegt in der Natur der Dinge.